Jetzt nicht mehr. Egal. Machen wir mal die Pistole. Trotz Headshot jedes Mal zwei Schüsse. Oh ne, doch nicht. Naja. Die Schrotflinte will ich aber auch nochmal ausprobieren. Hilft ja alles nichts. Okay, also Körpertreffer. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Gegner hier im Spiel sind, deswegen... Weiß ich nicht, ob die Schrotflinte auch Panzerung durchdringen muss oder ob ich einfach jedes Mal... War ich das jetzt? Nee. Oder? Nein, das war ich nicht. Ich wollte schon sagen, also so realistisch kann das Spiel doch nicht sein. So, wollen wir mal weiter gucken. Wo lang muss ich denn? Hier lang. Danke und gerne. Ach, du bist doch schon verstrahlt. Das Spiel sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. Oh, fett. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung. Geht. Na los. Oh, krass. Was ist das denn? Die Gräber von alten Königen wurden mit allem Gefühl. Ja, das kenne ich schon aus einem Let's Play. Das ist so ein Aufzug oder sowas in der Art. Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herrn selbst im Tod zu dienen. Boah, krass, das sieht so fett aus. Lass den Scheiß. Ich bin echt mega leicht zu beeindrucken. Ja, cool. Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl. Widerrösser und unermessliche Schätze. Oh, stehen denn drin? Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Oh. In Ordnung. Ein Kompass. Wofür brauche ich denn hier einen Kompass? Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine Verpassung. Ah, krass. Das ist mal ein geiles Feuerzeug. Das ist die Frage, ob ich hier im Spiel rauchen kann. Wahrscheinlich nicht. Folge Kahn zu einem Treffen mit Miller. Das werde ich ja wohl schaffen. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom,
einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Also hier wird auf jeden Fall ziemlich viel gelabert. Ich muss echt aufpassen, dass ich nichts verpasse. Diese Schwarzen... Ah, mein Gott. Habt ihr etwas zu melden? Ja, Sir. Ja, Oberst. Ach, krass. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Einen besten. Anna! Ja, hier! Ach du Scheiße, ein Mannsweib. Ja. Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Oh. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung! Und darauf, diese Albträume loszuwerden! Das scheint ziemlich viel über mich zu wissen. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine? Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Natürlich, Oberst. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki ein Schläfer war. Ja, komm, was lässt sie nicht hören. So, ich mache jetzt hier mal kurz einen Cut, um zu gucken, wie das Video erstmal geworden ist. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich. So, Cut vorbei. Und ich sehe, hier liegt was auf dem Stuhl, das glänzt. Das nehme ich mit. Neuer Eintrag. Tabulator. Ich muss tun, was Hunter von mir verlangt hat, was Miller mir befohlen hat und was Anna von mir erwartet. Ich muss ihnen allen beweisen, dass ich es verdiene, einer von ihnen zu sein. Ja, ihr könnt ja, wenn ich so einen Tabulator-Eintrag gefunden habe, einfach auf Pause drücken. Und dann könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Ich hasse es vorzulesen, deswegen, ja, viel Spaß beim Lesen. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Ja, du bist eine ganz krasse, bist du. Ja. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren. Damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Ja, dir erst recht nicht. Dir würde ich nicht mal in der Kneifzange. Boah, die mit ihrem Versuchskaninchen geht mir irgendwie auf den Sack. Aber egal. Guck mal, das ist auf jeden Fall ziemlich geil gemacht hier. Stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden.
Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Also bin ich verantwortlich dafür, dass die Schwarzen da tot sind. Ich glaube, ich sollte mir doch mal durchlesen, was im ersten Teil so passiert ist. Das scheint alles ziemlich interessant zu sein. Und eventuell sogar Voraussetzungen dafür. Aber ich gucke einfach mal. Wir fahren auf jeden Fall noch. Und ich kann meine Waffe endlich benutzen. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Ja, wenn du das sagst, alles klar. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Das ist schon ziemlich geil gemacht. So, sind wir da? Cool. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Schattenlampe. F. Ah, jetzt kann ich auch ausprobieren, was ich in einem Let's Play gesehen habe. Ich kann die Spinnenweben abfackeln. Ja, geil. Krepiert, ihr Scheißviecher. Krepiert! Okay. Was will die von mir? Soll ich in Deckung gehen oder was? Hä? Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Krass, wenn ich gegen den Pfeiler gehe, fallen die Kacheln ab. Warum das denn? Macht sogar ein Geräusch. Wo ist die scheiß Ratte hingelaufen? Ich will sie töten. Ich will sie töten! Willst du mich ärgern? Da ist der Hebel. Ach komm! Lass mich in Frieden. Spiel ich hier das Spiel oder was? Ach komm, Mädchen, sei einfach ruhig. What the fuck? Oh. Die Familie scheint sich sehr lieb zu haben. Scheiße, da und was? Ach, das ist alles kyrillisch. Kann ich nicht verstehen, tut mir leid. Wow. Geil. Also, ist nicht freundlich, dass ich die Totenköpfe zerschieße, aber. Habt ihr das gesehen? Die zerspringen voll. Krass. Das sind auf jeden Fall geile Effekte. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Hm. Bewegung, ich komme nach. Ach, geil. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr auf meine Umgebung achten. Ich glaube, ich bin schon an ein paar Sachen vorbeigelaufen. Hab keine Angst vor ein bisschen Dreck. Ich hab mehr Angst vor dir. Mann's Vibe. Geh nach rechts. Links ist deine Sackgasse. Ja, wenn du das sagst, das ist doch in solchen Spielen immer eine Fehlinformation. Ja, siehst du mal. Was haben wir denn hier Schönes? Munition. Ja, geil. Noch was für mich? Komm schon, du bist doch nicht umsonst gestorben, oder? Nee, natürlich nicht. Naja. Immerhin etwas. Vielen Dank, tote Leiche. Ja, tote Leiche. Leichen sind meistens tot. What the fuck? Oh. Das Ding ist schnell. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Das sagst du so leicht. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Allein die Tatsache, dass ich hier Spinnenweben abfackel, das macht das Spiel schon so geil. Also ich meine, in welchem Spiel kann man das? Mir fällt jetzt keins ein.